Herzlich willkommen, hier ist die Wartungsfolge hier in Karte von Thüringen. Heute sammeln wir den Ballen auf Feld 48 und 49. Da müssen wir uns beeilen. Problemball müssen wir weggeräumt werden. Da wird noch auf Feld 12 noch Weizen geerntet, was ja aktuell noch im globalen Markt angeliefert wird. Da kann es auch keinen Weg berechnen, aber er kann es doch. Da sieht man guten Mutes, ne? So viel ist ja nicht mehr da, aber. Wenn dieses Feld fertig ist, dann muss da auch noch Stroh gepresst werden. Aber naja, da ist der Weg von nicht so weit. Ne? Aber jetzt haben wir mal Stroh, geht auch. Mal schauen. Oder am besten machen. Was ich auch mal machen könnte mit einem Krone, aber mit einer anderen Krone. Das Stroh dann sammeln, also aufnehmen und dann mit der gehäckselt und Strohwagen schmeißen. Das wäre auch mal so eine Option. Ob ich es hier noch mache, das weiß ich nicht. Eher nicht, aber ich müsste eigentlich so ein, aber den verkauft, wo ich nur gemietet hatte. Also war nur gemietet, glaube ich, ne? Ich hatte hier den Glasmann gehabt zum Miete für Mais, für das Silo voll machen. Das war ja auch eine Heidenarbeit. Und jetzt ist es leider die eine Wand verbackt. Also, und ich komme nicht dazu. Also es ist leider so, dass ich so eine monotone Arbeit, dann müsste ich ja mehrere Folgen nur Silage rausholen. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich mal dazu sagen, jetzt gibt es eine Möglichkeit mit Outreif und Kursplay. Müsste ich mir eigentlich mal was überlegen. Also Anführungszeichen, ja, mit einem normalen Standardladewagen und und kippe einkippen und der fährt dahin, weil der Kurs den Abladepunkt habe ich ja erreicht. Ne? Den habe ich ja so. Denn da die nächsten Strohballen. Das ist gut. Kommt ja so einiges zusammen. Aber wie gesagt, das ist ja doch schön, ne? Lässt sich ja gut zu Geld machen, ne? Ich denke mal, im realen Leben ist das so nicht. Da lohnt sich der Aufwand bei den Preisen, glaube ich, eher nicht, um das entsprechend zu nutzen. Das andere ist halt einfacher, ne? Wenn Öl aus der Erde kommt, dann wird es gepumpt. Das Öl in der Erde kostet ja eigentlich nichts. Muss ja so nicht bezahlt werden. Das ist ja eigentlich Natur geschaffen, kann man sagen. Oder war vorhanden, je nachdem, wie man sieht. Wenn man denkt, wie es ist. Und bei Stroh steckt Arbeit dahinter. Und bei der Arbeit ist das so. Da ist der Lohnfaktor ein Punkt. Und was noch hinzukommt, Maschinen. Die Maschinen müssen ja auch entsprechend da sein. Und gepflegt werden und gewartet werden. Ne? Und das musst du dann beim Preis für den Verkauf wieder einnehmen. Also ist, glaube ich, nicht konkurrenzfähig, sagen wir mal, zu Gas oder zu Öl. Ne? Wird ja auch, oder ich muss, sagen wir so, immer das nehmen, was am Preiswert ist, mehr oder weniger. Ne? Also extra teuer bezahlen, nur weil man halt einigen das den Gefallen tun will. Das funktioniert nicht. Ne? So viel Geld verdienen wir auch wieder nicht. Ne? Wäre eine andere Geschichte, wenn wir jetzt das Geld verdienen würden. Ne? Aber wie gesagt, auch wenn der Staat jetzt sagt, hier, oh ja, ich stütze das mal, ne? Das muss ja auch bezahlt werden. Ne? Das ist wieder ein Steuerzahler angekommen. Ne, nee, das funktioniert so nicht. Also was da jetzt einige sich da ausdenken. Ich sag mal ganz vorsichtig, Stadtbewohner, die nie die Landwirtschaft gesehen haben und nie die Arbeit gesehen haben dafür. Und wenn sie, weiß ich, Kinder von reichen Eltern, das nie gewusst haben, wie das funktioniert mit Arbeiten, na, das kann gar nicht abschätzen, wie das ist. Deswegen sag ich mal so, das soll alles auch bezahlbar sein. Jetzt viele sagen, hier, das Fleisch ist so billig, finde ich gar nicht. Wenn ich mir Fleisch kaufe, das ist nicht billig,
Anführungszeichen, wenn ich Fleisch esse, das ist eine teure Mahlzeit, Anführungszeichen. Ne? Man muss ja nicht jeden Tag Fleisch sein, ne? Muss man dazu sagen, ne? Also. Aber extra, dass wir mehr ausgeben? Zumal es halt beim Bauern ja sowieso nicht ankommt, ne? Das Land ja viel beim Staat, ne? Als Steuer oder als Abgabe oder irgendergleichen, ne? Also das ist ja nicht zu unterschätzen, was da die Abgaben so alles an Kosten verursachen, ne? Wie gesagt, wenn jetzt viele am Fleischverkauf verdienen wollen, dann bleibt am Ende, der es produziert, nichts übrig. Das ist so. Und wenn es ja nur wenige Großschlachtereien gibt, dann ist es ja auch so, dass es das ist so, ne? Dann ist die Konkurrenz nicht da und dann wird der Preis auch entsprechend von Bauern gedrückt, ne? Weil irgendwo, wenn zu viel da ist, dann verkaufen, dann ist es so, ne? Angebot und Nachfrage. Was machen die Bauern, wenn der Preis so billig ist? Sie investieren in größere Ställe, in größere Geräte, dann gibt es noch mehr Tiere und dann gibt es eine noch billige Preise. Aber so ist die Marktwirtschaft, das ist das ist so gewollt. Ne? Alles andere wäre ja Sozialismus, wenn man Preise festlegen würde. Das wollen sie auch wieder nicht. Ne? Also. Aber was schon viel gemacht wird, ist hier diese mit Stützung und Subventionen und so. Das ist. Also, was hier die ganze Leute Landschaft, das ist einfach zu viel. Besser wäre, die würden die Steuern senken und die reellen Preise weitergeben, ne? Dann muss man halt den Binnenmarkt ein bisschen schützen. Erst das, wenn man zum Beispiel unterversorgt wäre, da könnte man sagen, okay, wir importieren was, ne? Aber das tut es ja auch nicht, ne? Also da kommt Rindfleisch aus Argentinien oder was die anderen jetzt wollen von den USA, das wollen die auch noch hierher. Ja, wenn der Laden voll ist, der Laden voll, ne? Da gibt es kein Wachstum, ne? Also vom Rumpfleisch in den USA möchte ich auch nicht haben. Muss ich nicht haben. Wenn ich Antibiotika nehmen will oder hier mich spritzen will mit so einem Zeug, einen Muskelverstärker, dann, dann kann ich es gleich machen. Ne? Also dann brauche ich kein Fleisch essen. Ne? So. C. Also bisher toi toi toi. Klopf auf Holz, kein Abstoß. Aber wie gesagt, das kann nicht mehr lang dauern, wenn es so passiert. So, genau. Denken. Also Z, also B, U und B und abladen. Wieder aufladen, ne? Mit gleicher Theater, aber gut, ist halt so, ne? Aber seien wir mal froh, dass wir sowas haben, ne? Das sind die im Deal drin gewesen. Ne? Naja, na gut, ich dachte, wäre nur einer. Ne? Ja. B und Z. Und dann mal gleich verkaufen. Ja, genau. Also, heute ist ja die Demo in Berlin. Also, was ich jetzt Aufnahme mache. Ne? Also, ich habe da mal kurz reingeschaut. Leider habe ich nicht viel Zeit. Das ist leider so. Ich bin echt im Stress. Anführungszeichen. Ne? Weil ich nachher bearbeite, kann ich ja nebenbei reinschauen. Aber zur Zeit bei den Aufnahmen geht es nicht. Stroh wird schon viel. Und das muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Das ist Folge Nummer 2. Und 5 will ich noch. Alles möglich und machbar, wenn es nicht abstürzt. Ne? Das ist das entscheidende Punkt. Wenn es dann die Abstürze sind, dann wird es schwierig. Also dann bin ich auch ein bisschen ratlos. Ne? Also, sonst wäre das alles kein Thema, dann wäre man sagen, okay, ne, wir fahren halt, ne? Machen halt morgen weiter, ne? Aber morgen über Straße, ne? Autobahn.
Eigentlich wollte ich heute noch Auto voll tanken und aber ich werde es lassen. Weil draußen auch extrem warm ist, wäre das echt ungünstig mit einem vollen Tank hinzustellen. Ne? Macht man nicht normalerweise. Also tanke ich morgen früh. Ist ja auch nur 10 Minuten oder so. Ne? Und kaufe eine Vignette für die Autobahn. Eine Gebühr. Das für 10 Tage kaufe ich mir los. Weil für ein Jahr ist für mich nicht notwendig, weil ich keine Autobahn fahren muss. Ne? Ich meine, das ist bequemer, wenn man zur nächsten großen Stadt fahren will. Zum Einkaufszentrum, da fährst Autobahn, bist du bei 50 Minuten da und bei Bundesstraße brauchst du halt 18 oder so, ne? Oder 20. Aber gut, ist mir gefährlich, wenn man im Gedanken ist und man fährt trotzdem rauf. Weil die Strafen sind heftig. Also ich glaube 400 Euro zahlst locker für Nutzung und dann musst du doch eine Vignette kaufen. Ne? Also wenn du so ein bisschen schusselig bist im Kopf, so wie ich manchmal tüdelig immer so schön sagt, ne? Dann ist es riskant. Also mir ist einmal passiert, dann bin ich in Gedanken raufgefahren. Du kannst ja an der Autobahn ja auch nicht zurück. Wenn du mal die Spur drauf bist, bist drauf. Dann ist da Rückfahrtsfahren noch blöder, bist ein Unfall oder so. Ne? Jedenfalls dann bin ich gleich die nächste Abfahrt wieder runtergefahren. Ne? Weil ich weiß auch ungefähr genau, wo die stehen und immer gucken. Und das nächste Feld nehmen. Das weiß ich schon. An welchen Punkten die man kontrollieren. Ne? So, und da ist ein Ball da hinten, da muss ich ihn erstmal holen. Und da bin ich auch vorsichtig. Also, will mir auch nicht drauf anlegen. So eine saftige Strafe muss ich mir nie antun. Ne? Habe ich schon oft erlebt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, nach Deutschland, kurz vor der Grenze, bei der, bei der Ausfahrt, machen die Kontrollen Vignette. Stehen sie an der ehemaligen Zollstelle und gucken, und du musst ein bisschen rechts rausfahren, ganz kurz. Dann gucken sie auf die Stelle, wo neu ist, und dann wird dann geguckt. Und dann, wenn du nicht hast, dann wirst du gleich rausgewunken und dann kannst blechen. Schöner Urlaubsbeginn, sag mal so, ne? Und neuerdings haben sie auch so eine Kameras, die filmen auch neuerdings. Also kann sein, dass du dann Post kriegst und musst dann zahlen. Ne? Aber ist das blöd. Teuer. Also im Extremfall, wenn du fremd bist und du weißt nicht genau, ob fährst du Auto oder nicht. Bei einigen Schnellstraßen ist auch Gebühr. Ne? Das ist leider so. Ist aber noch was zu sagen, ist nur für die Straße. Also geldmäßig gebunden. Das können die jetzt nicht frei wählen im Bundeshaushalt für andere Sachen. Ne? Das ist vorgeschrieben nur für Straße, ne? Autobahn und Schnellstraße, ne? Also Tunnel und so ein Zeug. Also dafür ist das Geld da. Und das finde ich richtig. Und nicht, dass irgendwelche Gebühren für andere Sachen genutzt werden. Das ist ja das Problem in Deutschland mit der Steuer für Auto. Das nutzen die für allen möglichen Scheiß. Die gerade einführt, kommt einen großen Topf und dann wird für alles finanziert. Und soll man ehrlich sein, brauchen das Geld für die Straße, die Summe. Das kann man ja berechnen oder das kann die genau nachweisen. Das war da kein Problem. Die schreibt eh alles auf, ne? Oder wird entsprechend gebucht oder keine Ahnung. Also die Summe wissen sie schon, was sie brauchen. Und da kann man sagen, die Gebühren fallen an und die Steuern. Und das muss dann bezahlt werden. Ne? Natürlich muss es so sein, dass es nicht übertrieben wird. Ne? Also dass es, Preise manipuliert werden oder so. Ne? Aber das ist dann nicht so. Also ein fähiger Verkehrsminister in Deutschland, Scheuer. Ne, ne.
Also sind wir mit einem Auto, die sie gemacht haben. Oh, nur für Auswärts oder die von Ausland kommen. Hätten sie in Österreich auch machen können, ne? Aber da muss jeder zahlen. Aber das ist typisch von der CSU. Das haben die noch nie in die Reihe gekriegt. Aber gut. Das ist Politik. Interessen. Weiß ich, Wählerkreise oder entsprechende Bezirke. Da muss derjenige genommen werden von denen in den Kreis. Und wenn sie keinen besseren Schauer haben, dann müssen sie halt den einen nehmen, ne? Und da ist ja keine große Leuchte im Verkehrsministerium gewesen. So, so viel Stroh. Ah, das mit dem Ballbremsen klappt gut. Bisher, klopf, klopf auf Holz, es läuft. Also muss doch an den Ding liegen, an den Global Company. Da muss ich ein bisschen warten, bis da wieder mal ein Update kommt. Gut, schau mal, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter in Thüringen mit leider Strohsammeln. Leider ist das so. Tschüss.